Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute packen wir ein PS Vita Spiel aus, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, und zwar Tokyo Xanadu, von Falcom und von EKS Games vertrieben worden in Europa. Das Spiel sollte eigentlich auch offiziell bei uns in Deutschland erscheinen. Anfang des Jahres hat das Sony auf seiner Seite gepostet, erst für die PS Vita, dann später als Ex-Fassung für die PS4. Und Ende Juni ist das Spiel jetzt für die PS Vita mal erschienen, aber leider nicht bei uns, was ich sehr schade finde, weil das Spiel kann man in England kaufen, ich glaube Italien und Frankreich, aber nicht bei uns, was ich sehr schade finde. Und ich habe mich dann mit dem Publisher in Verbindung gesetzt und habe gesagt, hallo, ist das Spiel schon erschienen? Ja, ist erschienen, aber man kann es nirgendwo bestellen. Bei Amazon gibt es das nicht, bei eBay Deutschland nicht. Wenn man aber eBay weltweit guckt, dann findet man die Paar-Fassung. Und ich habe dann halt meinen Engländer mitgeboten, habe es dann für 39 € ein paar zerquetschte bekommen. Und finde ich sehr schade, weil gerade es kommen eh nicht mehr so viele Vita-Spiele raus, und dann, wenn welche kommen, dass sie nicht mehr bei uns offiziell erscheinen, finde ich sehr schade, weil gerade die Reseller, die nutzen das aus. Das Spiel wird teilweise für 60, 70 € verkauft. Da kann ich nur den Tipp geben, wenn ihr einen kanadischen Shop habt, versucht es da zu kaufen, dann bekommt ihr es für 35 € plus 4 € Versand. Oder halt wie ich nur mit Bieten auf eBay, aber nicht für 70, 60 € kaufen. Macht das nicht, unterstützt nicht die Reseller. Ist ein Action-Adventure-Rollenspiel, oder hier steht Adventure-Action-RPG-Mix. Und ja, wie gesagt, freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr keine Vita habt, irgendwann 2017 soll noch eine PS4-Fassung kommen, die ist erweitert mit X im Zusatz. Also die werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen, also haltet die Augen offen. Also wie gesagt, unterstützt nicht Reseller, dann holt euch lieber die US-Fassung, die kriegt ihr überall, Play Asia etc. Oder bietet halt mit aus England, aber unterstützt nicht die Reseller. Oder guckt nach kanadischen Shops, die haben auch diese Fassung dann. Das Spiel geht so, ein Spieler unterstützt Touchscreen, braucht mindestens 1200 KB Speicherplatz, so Analog-Sticks werden unterstützt, ist ab 12 Jahren PG freigegeben. Und wenn ihr nach Spiel interessiert, werde ich meinen Launch-Trailer unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, besorgt es euch, wenn es euch gefällt. Ich, wie gesagt, freue mich sehr drauf. So sieht das Cover aus. Haben wir was dabei? Leider nicht. So sieht die Karte aus. Und wir haben auch kein Wendecover. Ich muss aber sagen, dass ich von diesen AKS Games Publisher doch enttäuscht bin, weil ich mit dem sehr viel geschrieben habe, die mir nur geschrieben haben, dass es erschienen ist, aber nicht geschrieben haben, wo ich es finden kann. Ich habe gefragt, ob die einen Store haben. Keine Antwort. Ob es auch bei Amazon Deutschland angeboten wird, auch nicht. Amazon UK gibt es das, Amazon Deutschland nicht. Finde ich sehr blöd alles, aber gut. Was tut man nicht alles als PS Vita Fan? Und wer Action-Rollenspiele mag, sollte sich diesen Titel mal angucken. Guckt euch den Launch-Trailer an. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Euer Gabatrons. Tschüss.